Hallo Leute, hier ist der Felix und ich zeige euch heute, wie ich die erste Inspektion an diesem Open hier durchführe. Ja, beginnen wir einfach mal. Ich gucke mir das Rad als erstes einmal an, ob ich irgendwelche offensichtlichen Schäden dran feststellen kann. Da beginne ich mit dem Rahmen, ob mir irgendwelche Risse auffallen oder irgendwelche Dellen. Als nächstes gucke ich mir die Schaltung an. Hier haben wir eine Einfachschaltung, vorne mit einem Monokettenblatt und hinten ein XT-Dial2-Schaltwerk mit einer L-Fachkassette. Da gucke ich mir als erstes an, ob die Schaltung so sauber schaltet und dann nochmal speziell die Endanschläge. Die Schaltung schaltet sauber durch. Bei den Endanschlägen ist darauf zu achten, dass man, wenn man im leichtesten Gang ist, ganz innen, das Schaltwerk mit der Hand nicht weiter Richtung Rad drücken kann. Das ist dafür gut, damit euch das Schaltwerk nicht beim Schalten auf den leichtesten Gang in die Speichen hinten reingerät. Beim äußeren Anschlag ist darauf zu achten, dass die Kette sauber über das kleinste Ritze läuft und nicht nach außen abspringt. Wenn das passiert, könnte das hier auf der Innenseite den Rahmen beschädigen. Jetzt kontrolliere ich noch den sogenannten Umschlingungswinkel. Das ist der Winkel zwischen dem Kettenleitröhrchen und dem größten Ritze. Dabei ist darauf zu achten, dass zwischen dem Zahn der Kettenleitrolle und zwischen dem Zahn des größten Ritzels noch Platz ist, denn die Kette muss da durchlaufen. Das sieht man hier jetzt sehr schön. Wenn dieser Umschlingungswinkel zu groß wäre, dann könnte die Kette zwischen den Ritzeln springen und es würde nicht sauber schalten. Wenn der Umschlingungswinkel zu klein ist, also Zahn auf Zahn aufliegt, dann bekomme ich den leichtesten Gang gar nicht erst rein unter Umständen. Als nächstes kontrolliere ich, ob die Schalthebel alle einwandfrei funktionieren. Bei dieser Einfachschaltung haben wir es jetzt so programmiert, dass man auf der rechten Seite mit den beiden Hebeln auf den nächstmöglich schwereren Gang schaltet und auf der linken Seite haben wir es so programmiert, dass man auf den nächstmöglichst leichteren Gang schaltet. Wir haben es für den Kunden so programmiert, dass beide Knöpfe funktionieren. Man kann das natürlich auch beliebig über die eTube-App umstellen, dass beispielsweise nur ein Knopf funktioniert. Wir haben jetzt in dem Fall beide Knöpfe eingestellt, womit sich das Schalten auch mit dicken Handschuhen erleichtert. Nun probiere ich den hinteren Knopf. Dieser funktioniert, schaltet den Gang schwerer. Nun probiere ich den vorderen Knopf. Auch dieser schaltet schwerer. Jetzt nehme ich mir die linke Seite vor. Wieder fangen wir mit dem hinteren an. Schaltet einwandfrei leichter. Und auch der vordere tut. Ja, das ist gut. Und damit sind wir zufrieden. Als nächstes überprüfe ich die Kette und zwar speziell den Verschleiß der Kette. Jetzt bei diesem Rad, was erst einige wenige Wochen gelaufen ist, sollte da kein Verschleiß zu sehen sein, da die Kette für mehrere tausend Kilometer gut ist. Die Überprüfung führe ich mit einer sogenannten Kettenverschleißlehre oder auch Chain Checker, gibt es von unterschiedlichen Herstellern durch. Da habe ich zwei Seiten. Einmal ist die Seite mit 0,75 gekennzeichnet und einmal ist die Seite mit 1,0 gezeichnet. Und für uns ist jetzt spannend die Seite mit der 0,75. Und zwar nehme ich mir das kleinere Ende, stecke das hier in die Lasche rein und lasse es dann einfach runterfallen. Und jetzt sehe ich hier, dass die Kettenverschleißlehre nicht durchfällt.
sondern oben aufliegt. Wenn diese Kettenverschleißlehre nun durchrutschen würde, dann hätten wir einen deutlichen Verschleiß und wenn sie dann komplett aufliegen würde, dann müsste die Kette getauscht werden. Tue ich dieses nicht, verschleißt anschließend auch das Ritzel und das Kettenblatt. Wenn die Kette verschlissen ist, dann kann man das ziemlich deutlich sehen. Ich stecke jetzt mal hier die Kettenverschleißlehre rein und dann sieht man, dass sie ganz eindeutig durchfällt. Und nun muss die Kette spätestens getauscht werden. Hier bei der neuen Kette sieht man, ist das nicht möglich, selbst unter Druck. Als nächstes löse ich das Vorderrad. Dazu drehe ich die Steckachse raus, hier mit einem 5 mm Innensechskant. Den führe ich ein, bis er richtig eingerastet ist und dann linksrum rausdrehen. Als nächstes baue ich das Laufrad in den Zentrierständer ein. Hier ist darauf zu achten, dass der Zentrierständer auch für Steckachsen geeignet ist. Jetzt kann ich als nächstes erstmal den Rundlauf auf Augenmaß kontrollieren. Dazu drehe ich das Rad einfach mal und gucke mir an, ob das jetzt hin und her eiert oder ob da ein deutlich zu erkennender Höhenschlag drin ist. Sieht soweit erstmal ganz gut aus. Jetzt kann ich hier drüber über die Einstellrädchen diese beiden Arme links und rechts näher an die Felge heranführen und kann dann sehen, ob die Felge hin und her wackelt, dann würde sie nämlich an diesen Plastikärmchen schleifen. Ja, das Laufrad läuft rund. Ein Höhenschlag würde man jetzt auch erkennen, da die Plastikärmchen ziemlich am unteren Ende der Felge aufgesetzt sind und dann beispielsweise man eine Veränderung des Abstands von dem Reifen zu dem Ärmchen sehen würde. Und jetzt kann ich als nächstes noch einmal durchgehen und die Speichen kontrollieren. Dazu greife ich mir immer jeweils zwei Speichen und prüfe die Spannung grob mit den Händen. Das kann auch mal Geräusche machen, da die Speichen unter Spannung stehen und aufeinander liegen und dann durch diese Reibung ein Knatschgeräusch zu erklingen ist, wenn man die unter Last setzt mit der Hand. Als nächstes prüfe ich noch mit dem Tensiometer die Speichenspannung stichprobenartig, indem ich das Tensiometer einsetze, dann auf den Wert auf der Messuhr achte, hier angegeben mit 0,45. Und 0,49. Dabei ist darauf zu achten, dass die Speichenspannung nicht außerhalb der Norm liegt und nicht zu sehr voneinander abweicht. Als nächstes gucke ich mir einmal rundherum an, ob ich irgendwelche Glasscherben oder irgendwelche Cuts in den Reifen feststellen kann. Hier haben wir zum Beispiel so eine leichte Andeutung, wo man was drin gesessen haben kann. Da ist aber nun nichts mehr drin. Ja, nichts festzustellen. Hier sieht man teilweise sogar noch die Gummischnipsel, weil der Reifen sehr neu ist und noch überhaupt nicht runtergefahren. Und so können wir den Kunden beruhigt weiterfahren lassen. Als nächstes gucke ich mir die Bremsbeläge genauer an. Dazu muss ich hier bei der Shimano Dura Ace Bremse den Sicherheitssplint ziehen. Und dann als nächstes den Bolzen hier rausschrauben mit einem Schlitzschraubenzieher. Nun kann ich die Bremsbeläge nach oben entnehmen. Dabei sollte man darauf achten, dass einem die Feder, die zwischen den Bremsbelägen ist, nicht abhanden geht. Ja. Die Bremsbeläge weisen noch eine gute Dicke auf. Wenn diese runtergefahren sind, ist das auch deutlich zu erkennen. Und bevor der Bremsbelag komplett abgetragen ist, sollte man diese wechseln. Als nächstes kann ich mir nochmal die Kolben angucken.
dazu leuchte ich mit einer Taschenlampe rein und gucke mir an, ob diese komisch oder schief hervorstehen. Die Kolben sind hier in weiß zu erkennen. Das sieht soweit aber alles gut aus und ich kann die Bremsbeläge nun wieder einbauen. Dabei ist darauf zu achten, die Bremsbeläge sind mit einem L und einem R versehen, dass man diese richtig rum einsetzt. Den Bolzen wieder einführen, diesen verschrauben und den kleinen Sicherheitsspind nicht vergessen. Ganz wichtig zu beachten, jetzt auf keinen Fall den Bremshebel ziehen, sonst würde man die Kolben aus der Bremse rausdrücken. Jetzt setze ich das Vorderrad, das ich eben zum Prüfen ausgebaut habe, wieder ein. Setze das Vorderrad von unten ein. Dabei darauf zu achten, die Scheibe zwischen den Belägen einzufädeln. Dann die Steckachse wieder durch. Und nach rechts rum festdrehen. Anschließend die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel mit 10 Newtonmetern anziehen. Jetzt überprüfe ich die Vorbauschraube. Die ist hier angegeben mit einem maximalen Drehmoment von 8 Newtonmeter. Dazu bereite ich jetzt meinen Drehmomentschlüssel vor und ziehe die Schraube anschließend fest. Drehmomentschlüssel, da gibt es unterschiedliche. Hier habe ich einen einstellbaren Drehmomentschlüssel. Ihr könnt aber auch Drehmomentschlüssel verwenden, die feste Vorgaben haben. Zum Beispiel der hier mit 5,1 Newtonmeter. Da braucht man dann halt viele unterschiedliche, muss aber nicht lange verstellen. Und hier muss man den Wert halt einstellen. Wir haben ja jetzt das maximale Drehmoment von 8 Newtonmeter. Da gehen wir jetzt mal mit 7 Newtonmetern ran. Das ist die 7. Dann arretiere ich den Schlüssel und suche mir noch den passenden Bit aus. In dem Fall brauchen wir einen T35. Quatsch, kein T35, einen T30 natürlich. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt setze ich den Drehmomentschlüssel an. Wichtig ist, dass ihr den Drehmomentschlüssel nicht hier vorne packt, sondern am Ende. Sonst kann dieser nicht das Drehmoment richtig auf die Schraube bringen. Jetzt habt ihr gesehen, ein Klacken ist zu ertönen und ein kleiner Leerweg. Das zeigt uns, dass die Schraube jetzt bei 7 Newtonmetern angekommen ist. Das kann man nochmal überprüfen, indem man nochmal runterdrückt. Und man sieht wieder das Klacken. Bei der Rotorkurbel hier sehr wichtig, die Schraube mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen. Wenn die Schraube sich lösen sollte, kann die Kurbel von der Kurbelachse abfallen und man hat die Kurbel dann durch die Klickpedalen an den Füßen hängen, aber nicht mehr im Rad. Abschließend mache ich jetzt noch eine Probefahrt, um zu gucken, wie das Rad läuft, ob die Bremsen schleifen, ob die Schaltung rasselt, ob der Steuersatz lose ist, ob ich irgendein Quietschen oder Knacken höre, was zum Beispiel aus dem Tretlager kommen kann. Super. Den Sechskant einführen, bis er richtig eingerastet ist und dann nach links rausdrehen. Einen Höhenschlag würde man jetzt auch erkennen, da ich die Rädchen ziemlich am Ende der Felge angesetzt habe. Quatsch. Wenn du möchtest, läuft. Okay. Ich fahr da mal los. Stop. False devotion.